Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Star Wars Battlefront. Yeah, und mit dabei ist wieder Onkel Gamer Shack LP. Piep, piep, hallo. Piep, piep, ab, ab. Ja, meine lieben Freunde, und jetzt geht heute weiter mit Schlacht auf Tatooine. Wir haben erfolgreich Schlacht auf Hoth beides gemacht und Heldengefecht auf Hoth und, oder Hoth oder wie auch immer. Und wir machen jetzt Tatooine. Geil, freue mich. Ja, jetzt wird wieder Onkel ganz normale Schlacht. Lordet mich ein, ja. Soldat gegen Soldat und mit meinen Anhängern. Und ja, stimmt, wenn du ein Solo-Spiel machst, kriegst du die ganzen Sterne, habe ich gerade gesehen. Ah, okay. Naja, dann müssen wir doch uns irgendwann mal alleine davor setzen, aber naja, das hat noch Zeit. Ich meine, ich mache das erstmal ganz. Es macht mir richtig Spaß mit dir. Und ich freue mich, wenn wir dann doch mal online zocken, wenn wir die Gegner richtig einheizen. Und ich muss sagen, der Imperator ist ziemlich imbar. Also, habt ihr gesehen, jetzt bin ich ja der Böse, ne? Jetzt bin ich der Böse. Du bist der Böse? Jetzt bin ich die Böse, ja. Ach du Scheiße, jetzt muss ich auch noch die Guten spielen, ne? Ja. Ich bin doch so kein Guter. Oh. So, wieder mal eine Waffe wählen. Ja, wie kann... Achso. Aber ich bin gerade mal überlegen, ob ich nicht mal die Waffe wechsle. Ja. Aber die ist schon cool. Eigentlich kann man darüber überhaupt nicht meckern. Die ist noch krasser hier natürlich. Aber da musst du halt auch erstmal schaffen. Ach, was nehme ich denn? Na, ich bin auch gerade verwundet. Was hattest du eigentlich gehabt vorhin? Ich hatte du hattest Grenadier gehabt, ne? Ne, die EE3. Ja, die haben doch auch Granaten gehabt. EE3 habe ich. Nee, ja, die habe ich auch gehabt vorhin, aber ich meine jetzt an Hände. Was hast du denn da gehabt? Grenadier, oder? Oh, ich nehme den hier. Nee, ich hatte vor uns... Okay. Hä? Ich hatte vor uns keine Granaten. Okay, nee, dann habe ich, weil du sagst, du hast bei beiden Granaten dabei. Also Grenadier, du hast einmal diese, habe ich doch auch jetzt. Ich hatte vor uns keine Granaten. Ja, keine Ahnung, dann habe ich ein anderes Equipment als du. Aber auf jeden Fall habe ich gleich irgendwie so Sprengkörper und Schutzschild. Und irgendwie okay, so einen Rucksack. Go. Ich will kurz gucken. Achso, Medikit. Medi-Ding. Weiß Rucksack doch nicht. Habe ich, ja. Ich habe einen Rucksack. Das ist doch kein Medi-Ding. Oh, oh. Nee, hier ist so ein Jetpack-Ding. Oh, muss ich mir erstmal wieder umswitchen. Jetzt muss ich ja wieder aufpassen beim Kämpfen. Die ganze Zeit so als, sag ich mal, als Lord Vader oder so. Da ist man dann einfach so durchgegangen, ne? Enttäusche das Imperium nicht. Gute Arbeit, ja. Das ist, finde ich schön, dass das gute Arbeit war. Wow! Ja, das war... Du bist so zerfetzt. Das war krass, ja. Was war das? Ich hab keinen Dunst. Boah, was ey, das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch auch eine Waffe. Ich schieß auch die ganze Zeit drauf. Was hast du eine genommen, die nur Schaden macht, oder was? Nö. Nee. Dasselbe wie vorhin ja genommen. Ja, dann ist da hab hier auch die EE3. Und ich hab drauf gehalten. Trotzdem, hast du ja, zwei. Deswegen hast du vorhin so viele Kunden. Deswegen hast du vorhin so viele Punkte gehabt. Wow. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich guck die ganze Zeit, weil Rebellen sind ja eigentlich meine, so. Jetzt bin ich total verwirrt hier. Warum sind denn das eigentlich deine? Wir spielen das Spiel das erste Mal. Ja, ich meine, Imperium ist halt meine Lieblings. Ach, du beanspruchst krasse Spezies also oder was auch immer. Mhm. Kannst du dir aussuchen. Na komm, mein Freund, na komm, mein Freund. Komm zu Papi. Ich finde dich überhaupt nicht. Hm? Was? Warum geht das jo nicht? Was denn? Was wolltest du machen? Nix. Sterben. Ach, Mann. Das ist eine Ungewöhnung, das ist ja
grauenhaft. Oh. Okay, Orbitalangriff hast du. Wie geil ist das denn? Habe ich vorhin auch nicht gehabt. Werden die durchgeswitcht oder kann man da noch was ändern? Keine Ahnung. Geil. Ach nee, du hast den Orbitalangriff durch dieses dicke Ding gefunden, ne? Naja, verstehe schon. Boah, Ivano. Was? Schreck mich doch nicht so. Oh, schieß, schieß, schieß drauf. Mach den kaputt, den Sack. Werde ich sauer. Ich schieß drauf und er macht du Dück. Ich bin tot. Hm. Das sind ja die Imperationen da doch ein bisschen Imber. Ja, die sind gut, ja. Drücken wir es mal so die auch immer. Hm. Nee, das nicht. Ich mag die einfach. Ja. Mhm. Aber ist krass, ist echt krass. Also das Level ist auch cool. Also schön aufgebaut, ne? Oh, schön klein. Hm, klein übersichtlich. Da hinten fahren die komischen Typen rum, die Druiden da im dritten Episode 4 aufgesammelt haben. Die mit den komischen mit der Mammut. Hm, genau. Oder was das da ist. Ich weiß gerade den Namen nicht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie die heißen. Guck mal, hier ist doch. Wie geil. Ist hier, denn, hier ist doch dann auch irgendwo das Maul hier, oder? Eigentlich müsste es hier sein, in dem Karte, ja. Können wir ja mal erkunden. Auf der Karte, ja. Entschuldigung, Herr Fürst. Ich bin gerade hochkonzentriert, dich am Suchen. Dito. Das Vieh muss. Das ist bestimmt irgendwo hier. Schönes Ding. Na, ah, hat hier wieder wundervoll geklappt, hier die Scheiße. Jo. Da wolltest du mich also mit deinem Ding wieder angreifen hier, mit deinem Orbitalangriff. Was? Deiner Orbitalus. Kleiner Orbitalus. 23, 38, das ist ja noch nicht ganz verloren für mich. Noch nicht, noch nicht. Oh, was war das? Das war ja eine Annäherungsmine, die sofort in die Luft geflogen ist. Bei Annäherung. Das war echt krass. Haben Annäherungsminen so auf sich? Ja, aber die ist ja direkt, ist die abgegangen wie ein Zäpfchen. Ja, ich finde, dass das Klima hier sehr geil aussieht. Ich habe sogar meine Leute zerlegt. Komplette Mannschaft zerlegt, du Drecksack. Geil, das war ja mal jetzt eine Mega-Explosion. Mega übel. Mega. Ey, wir haben auch mehr, ne? Jetzt sind 4 dabei, sonst waren ja immer nur 3 dabei. Ja, die füllen sich dann auch mit der Zeit. Voll mega übel. Aber die sind alle so eng beieinander, das gefällt mir gar nicht, muss ich ja ganz offen und ehrlich sagen. Ich höre schon wieder, dass mein Onkel meine Leute wieder penetriert hier. Das gefällt mir nicht. Gibt's denn hier keinen Nacken? Hat er dich kaputt gemacht? Ja. Schön, das gibt Punkte. 47, 47, auch oh, geil, das hatten wir auch noch nicht. Gleichstand, ne? Ach, da unten ist das, Onkel, ne? Dein komisches Wesen, was du gerade gesucht hast, ist hier unten, ne? Ja, bist du voll reingesprungen, oder was? Nee, aber kann man sich angucken. Sollen wir uns das mal angucken, oder? Ach, na eben, hier unten. Ah, scheiße, okay. Beeindruckende Serie, Soldat. Ich glaube, das sagt bestimmt, wir sollen zurück, oder?
Ich denke, wir fallen dann da rein. Cool. Aber da kann man nicht in Ruhe gucken, weil unsere Leute voll aggressiv sind. Ich hab's mir gerade mal angeguckt. Coole Sache. Also, okay. Wo ist denn der Onkel? Ich such den Onkel. Hallo Onkel. Tja, was? Welcher Held war fandest du jetzt von den Guten am besten? Luke Skywalker. Boah, Double Kill. Luke Skywalker. Okay. Also der Luke. Die anderen beiden nicht so pralle. Doch. Doch. Waren alle gut. Ja. Du bist halt der gegen Hans den Imba-Typ, da kannst du halt nichts machen. Ja, ja. Gut zu wissen, aber da werde ich natürlich nachher Spaß haben, wenn ich gegen dich kämpfe, gegen wenn du den hast. Da werde ich wahrscheinlich auch so ablosen. Du Drecksau. Ja. Yeah. Oh. Geil, das war eine geile Kombi, ne? Musst du zugeben. Hey. Ja, das hat mir jetzt Spaß gemacht, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wo bist denn du? Wo soll ich denn sein in der kleinen Minimap hier? Ich verstehe das nicht. Was muss ich denn drücken für Orbitalschlag? Ja, du kannst ja schlechten Orbitalschlag, der von oben kommt, irgendwo mit einer Überdachung zünden. Also grün, blaue Sachen gehen nicht, oder was? Muss ja gucken, wo ein X drin ist. Ja. Habe ich jetzt abgesendet? Dreck. Komisch. Bin gerade verwirrt. Boah, du Sack. Wow. Nein, ach Mann, ja. Diese scheiß Granate, Alter. Schlag zurück. Oh, mein Partner. Ich darf meine eigenen Davi nicht abballern. Boah, du Penner! Diesen Rotzgranaten jedes Mal. Ja, bin gut damit, ja. Und dann mache ich mein Schutzschild an und verpiss mich. Schon witzig. Aber ich bin ja, das ist ja nicht immer so einfach. Nö, nö. Oh, scheiße, jetzt habe ich die ganze Zeit probiert, Orbitalschlag zu machen. Aber irgendwie ist der total dumm, ey. Also irgendwie, komisch. Mit den Anvisieren davon. Oh. Ist schon tot? Nee. Okay, okay. Können dich diese Rebellen besiegen? Also bei diesem Spiel ist Rivalo nicht so sprüchig beladen wie sonst immer. Nee, ich bin konzentriert. Das ist anstrengend gegen dich, weil ich muss echt gut aufpassen. Das ist, also ich bin das normalerweise gewohnt, macht mir das nichts, aber ich muss mich hier doch ein bisschen zusammenreißen. So, wenn ich viel quatsch, dann war's das mit mir. Dann kommt nämlich wieder nichts bei rum hier. Und ja. Wir wollen ja auch ein bisschen den Onkel mal, dass ich, sag ich mal. Ich verstehe das nicht. Also das mit dem Orbital-Ding. Das kannst du nur im Freien machen. Ja. Ach so, und dann einfach rechte Maustaste los. Ah, jetzt geht's, okay. Ja, ja, kannst du aber auf dem. Ja, ich hab's verstanden. PS4 und rechte Maustaste sind. Ja, ich weiß schon, was ich meine. Oh, scheiße. Das war natürlich jetzt ein Satz mit heißen Ohren, ne? Ja, jetzt hast du auch mal eine schöne Explosion abbekommen, du kleiner Sack. Ja.
Jetzt durfte ich das auch mal erdulden, hä? Mhm. Den Angriff. Gerne doch. Vom Obi-Wan Ke-Onkel. Onkel Wan Kenobi. Boah, scheiße. Was macht denn mein Turm? Schläft das Ding oder was? Los, reinrennen jetzt hier und die letzten Token holen. Yeah! Drecksack. Boah, dies hab ich gewonnen. Ja, nicht schlecht. Machen wir direkt dann ein Heldending, oder? Willst du jetzt machen noch? Ja, ist ja erst. Wir haben ja erst 15 Minuten. Okay. Auf verlassen müsste dann. Ja, aber so schlecht war ich nicht. Ich weiß schon, wie das funktioniert, Rivano. Okay. Ist ja gut, mein Freund. Du, ich weiß, die dunkle Seite der Macht ist jetzt böse in dir, ne? Warum? Das sag ich dir eigentlich immer, dass ich weiß, wie es funktioniert. So, Schlacht. Und zwar geht's jetzt ein Heldengefecht auf Tatooine. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Oh ja, lad mich bitte ein. Bitte lad mich ein. Bitte lad mich ein. Ja, und dann diesmal bin ich die Bösen. Ja, ich werde direkt mit dem Skywalker anfangen. Ein Match wird man definitiv noch suffern. Ah, ich liebe es. Du wirst mit Luke Skywalker anfangen. Das ist interessant. Mhm. Ach so, wollen wir nicht sagen, was wir machen? So als Gleichgestellte? Oder machen wir Überraschung? Ich würde schon Überraschung sagen. Ich muss ganz offen ehrlich sagen, ich habe ja den Luke Skywalker eigentlich noch nicht so wirklich gehabt. Ganz kurz mal. Die anderen auch nicht, du Blödmann. Ja, die anderen waren ja noch nicht freigegeben. Aber ich hatte den Luke Skywalker ungefähr 10 Sekunden gehabt, mal wo ich in der Beta war. Aber leider wurde ich dann von dem AT-ST weggeballert. Und das war's dann. Oh, der Luke, der sieht, ja, lustig aus. Na gut, ich bin soweit, mein Kleiner. Mal sehen, ob ich jetzt dauerhaft ablos. Möge die Macht mit uns sein. Aber cool noch, mit den Originalstimmen und so, ne? Naja, willst du ausprobieren, ne? Du kleiner Drecksack, ey. Schaut euch das an, ey. Der will mich gleich kaputt machen, ey. Was kann der denn jetzt? Okay. Oh, das sieht ja geil aus. Alter! Was machst du denn? Oh, das war Was Onkel. Machst du denn? Ich kann mit dem Typen zu Imbo sein. Du musst doch wahrscheinlich ein Meister-Cheater sein, um dass man das schaffen kann. Meister-Cheat, du kleiner Drecksack, ey. Das heißt, sag da einfach nur, dass ich gut mit dem umgehen kann. Nein, dann bin ja gleich der Cheater des Tages, ne? Na klar. Ja, gerne. Ey, der ist geil, der Luke Skywalker. Also, der gefällt mir sogar gerade ein bisschen besser als der da vorher, da muss ich sagen. Weil der hat einfach voll die coolen Moves drauf. Ah, da ist er. Der Onkel Saurus ist wieder am Start hier. So, jetzt kriegt er erstmal voll einen drauf, ey. Ich meine. Kennt ihr das Gefühl, wenn der Onkel nicht weiß, was er macht? Oh, Alter. Wie kommt man denn mit dem Typ zurecht, ey? Wie kommt man mit dem Typ zurecht? Wie geil, ey. Ich kann nicht mehr, ey. Der Onkel ist traumhaft. Naja, so gewinne ich wenigstens einmal. Der liegt dir mehr. Ja, der liegt mir mehr. Dir liegt halt das Imbo-Zeug. Oh! Ja, wie war das, ne? Aber mit Boba Fett machst du mich dann alle, weil mit denen kann ich überhaupt nicht. Es gibt halt immer mal so einen Held, wo man mal was kann, wo man mal was nicht kann. Und ja, das ist halt, ne, die Sache. Ich weiß nicht, was du die ganze Zeit machst, aber es ist einfach genial. Ich versuche dich einfach anzugreifen mit dem Typ, das funktioniert aber nicht. Das hat ja wie sich das anhört. Ja, wir spielen ja ein Battle und ich versuche dich. Ich krieg gerade einen Lachgegen, das habe ich ja noch nie gehört. Ich versuche dich anzugreifen.
Oh, Gott. Oh, bitte hör auf, mich zu lachen zu bringen. Das ist deine Manipulation, dass ich verliere, oder? Ich versuche dich gerade anzugreifen. Oh, herrlich. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Geil, echt. Echt geil. Ach, du Penner. Ja, sicher. Ey, du hast einen Heiler. Ich will gar nicht wissen, was du davon gewinnst. Scheiß Heiler. Funktioniert überhaupt nicht. Hier, das geht doch gar nicht. Was soll denn das? Doch, das geht, aber ich will es dir gar nicht verraten. Gerade. Ja, mit Dreieck, ist mir schon klar. Nein, und zwar soll ich dir verraten, warum du verloren hast? Oder lassen wir den Onkel selbst herausfinden? Bin ich ein guter Freund? Mal, oder? Ja, nein, du hast Dreieck, du legst einen Heilbutton vor dir. Also dieses Heilding legst du vor dir und ich kann das auch einsammeln. Jedes Mal, wo du das gemacht hast, bin ich in dich reingestürmt und hab den weggeschnappt. Alles klar. So, mein lieber Freunde, dann war es das auch schon wieder für den heutigen Part. Ja, achso, Onkel, wenn du dich nämlich heilen willst, dreh dich um, weg von mir. Dann heil, dann sammelst, dann machst, legst ihn vor dich, gehst direkt nach vorne, heilst dich. Aber nicht vor mir, weil wenn du den vor mir legst, kann ich ihn wegschnappen. Das ist der Trick. Der Drecksack. Aber gut, ne? Und deswegen hast du auch keine Chance gehabt, weil ich hab den jedes Mal mit diesem High-Speed-Attacke hab ich den weggeschnappt. Voll geil. Ah, aber schön, dass ich irgendwas gemacht hab. Okay, ich bin ruhig, du bist dran. Ne, ich war dran, ich hab Hallo gesagt, Onkel. Ich weiß, ich sagte gar nichts, warte, ich hab ein bisschen Tschüss, ja. So. Ja, liebe Leute, es war doch ein richtig geiles, spannendes Spiel. Und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ja, doch, ich fand das spannend und geil. Und wie ich den Onkel fertig gemacht hab. Ja, und dann würde ich doch sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schaut doch mal bei Gamercheck LP vorbei. Bei mir, Revano LP. Lasst einen Daumen oben da. Oder ein Abo sogar. Würde mich und ihn sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Die dunkle Seite der Macht ist stark in euch. Ciao. Tschüss.